Meine lieben Widder, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise für diejenigen von euch, die mich heute zum ersten Mal gefunden haben, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid voller positiver Energie, genießt das Wetter und für diejenigen von euch, die gerade vielleicht so in einem Tal sind, die gerade etwas traurig oder hoffnungslos sind, denen schicke ich ganz viel positive Energie von mir, auf dass es euch bald wieder besser geht. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading, also aus den Kollektivenergien. Jeder von euch hat sein ganz persönliches Leben. Jeder von euch entscheidet ganz individuell, welchen Weg er einschlagen möchte. Daher kann dieses Reading nicht auf jeden von euch zu 100% passen. Aber ihr werdet ganz sicher den ein oder anderen Impuls, den ein oder anderen Tipp aus der geistigen Welt mitnehmen dürfen. Wenn ihr gerade eine Frage habt, ein Problem, eine Sorge, die ihr ganz persönlich einmal angeschaut haben möchtet, könnt ihr gerne unter dem Video in die Infobox klicken. Da findet ihr alles, was ihr zu mir und zu meinen Readings wissen müsst. So, jetzt starten wir durch und wie immer zu Beginn, bevor wir mit den Tarotkarten in die Liebesenergien für euch für den September schauen, möchte ich drei persönliche Botschaften an euch legen, aus eurem Herz, aus eurer Seele, was für euch ganz persönlich im September wichtig ist, worauf ihr achten sollt, was ihr euch Gutes tun sollt oder vielleicht auch Dinge, die ihr loslassen müsst. Gut, dann starten wir los mit dem Seelenreich-Orakel-Karten. Für meine lieben Widder, welche Botschaft aus ihrem Herzen, aus ihrer Seele darf ich überbringen? Was ist wichtig? Da hat sich schon eine ganz schnell gedreht. Meine Gläser noch. Lausche dem ewigen Lied deiner Seele, spüre sie und lerne ihr zu vertrauen. Sehr schöne Karte, ich möchte sie euch noch zeigen. Die Botschaft dieser Karte ist eigentlich ganz simpel. Hört mal in euch hinein, drückt eure Gefühle, eure Visionen, eure Intuition nicht weg, sondern lauscht mal ganz bewusst, was euer Herz, eure Seele euch mitteilen möchte. Was für Sehnsüchte in euch schlummern, was für Träume da an die Oberfläche kommen und ja, analysiert sie mal, spürt mal in sie hinein und wenn ihr könnt, geht sie auch an, egal was euer Umfeld dazu sagt, was andere Menschen für eine Meinung haben zu euren Ideen, zu euren Träumen und Wünschen, hat euch nicht zu interessieren. Wenn jemand zu euch sagt, das könnt ihr nicht, dann müsst ihr euch immer bewusst machen, er zeigt euch seine Grenzen auf, nicht die euren. Also hört einmal in diesem Monat ganz bewusst in euch hinein, was sind denn da so eure Träume und Wünsche, was davon möchtet ihr endlich einmal angehen. So, und jetzt die zweite Botschaft, dazu nehme ich das Einhorn-Orakel, das liebe ich auch sehr, wer liebt Einhörner nicht. Auch aus diesem Orakel eine Botschaft für meine Widder, für den Monat September. Was ist im September denn noch wichtig für sie? Welche Botschaft soll sie erreichen? Eine Karte bitte. Spiritueller Krieger, zeige, dass du ein weiser Anführer bist, befehlige das Universum, die zwei Karten passen mega schön zusammen, denn hier heißt es ja auch, und lerne ihr zu vertrauen, deiner Seele, deinen Visionen, und der spirituelle Krieger, der macht genau das. Der vertraut seinen Intuitionen, der vertraut seinen Wünschen, manifestiert sie, gibt im Grunde genommen dem Universum so den Auftrag, hallo, das möchte ich so und so haben. Und ins Vertrauen kommen, genau wie dieser Löwe, der nach oben blickt und sagt, ja, wie beim Otto, ne? Man bestellt und
Irgendwann bekommt man die Nachricht, wurde geliefert. So sollt ihr das angehen. Ja, Vertrauen haben, dass ihr das könnt. Das ist ganz, ganz wichtig für euch. Und ich sage auch immer, das Universum ist wie ein Spiegel. Was ihr nach oben gebt, spiegelt das Universum zurück. Also wenn ihr immer an euch zweifelt, wenn ihr euren Weg immer in Frage stellt, wenn ihr euch jeden Tag sagt, das schaffe ich sowieso nicht, dann wird es auch so kommen. Also vertraut euch selbst. Ihr seid spitze, ihr seid genau richtig so, wie ihr seid und ihr habt ein unglaubliches Potenzial in euch. Ihr müsst es nur einsetzen und an euch glauben. Und dann läuft es auch. Das kann ich euch aus meinem eigenen Leben berichten, an die Hand geben, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Gut. Akasha Chronik Orakelkarten, die letzte Botschaft und dann geht's mit den Tarotkarten in die Liebesenergie für den September. Welche Botschaft ist noch wichtig für meine Widder? Im September eine Botschaft, eine Karte. Gemeinschaft. Finde eine Gemeinschaft, die deine innere und äußeres Wesen nährt und fördert. Muss ich lächeln. Finde eine Gemeinschaft. Das kann vieles bedeuten. Gemeinschaft kann Freunde sein, Familie sein, ein Partner sein. Auf jeden Fall sollst du nach Menschen oder dich mit Menschen umgeben, die dich auch nähren, die nicht nur an dir saugen, sozusagen deine Energien benutzen, dich benutzen, von dir permanent nur fordern, ohne etwas zurückzugeben. Also die Karte sagt, ey, schau mal ganz bewusst hin, mit welchen Menschen in deinem Umfeld fühlst du dich einfach gut und fühlst dich auch positiv, wenn ihr auseinandergeht und nicht dieses Gefühl, ich hatte auch solche Menschen in meinem Umfeld, wenn sie bei mir waren, mir ein Glas Wein getrunken haben, die sind am Abend gegangen oder er oder sie ist am Abend gegangen, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich aber platt, ne? Jetzt hat dieser Mensch meine ganze Energie ausgesaugt. Nein, keine Menschen im September, die nur etwas von euch wollen, sondern Menschen, die gemeinsam mit euch ja, das schöne Leben genießen wollen. Eine super schöne Botschaft. So, diejenigen von euch, die schon öfters bei mir dabei waren, wissen, jetzt gibt es 5 Hauptenergien, 5 Hauptüberschriften zum Thema Liebe mit den Feen-Tarotkarten und danach gehen wir natürlich auf jeden einzelnen Punkt mit dem Licht- und Schattentarot ein. Und wenn ich das Gefühl habe, da muss noch eine andere Karte, ein anderes Orakel zur Klärung mit dazu, dann mache ich das natürlich. Aber jetzt das, weswegen ihr ja dieses Video schaut, Liebe. Was geht in der Liebe für euch im September? Da wollen wir jetzt Botschaften haben. Für meine Widder. Botschaften aus der geistigen Welt, Tipps, Ratschläge. Was tut sich im September in der Liebe? Welche Energien sind vorherrschend? Was darf ich da erzählen? Da hätte ich gerne jetzt noch 4 Botschaften. Jesus, das war viel zu viele. 4 Botschaften, 4 Tipps, Ratschläge für meine Widder. Noch 3 bitte. Ich liebe diese Karten, aber ich kämpfe auch immer wieder mit ihnen, weil sie so riesig sind. Die möchte. Und eine noch, Dankeschön. Und schon grinse ich, vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen. Aber eins nach dem anderen. Die 6 des Winters. Die 6 des Winters sagt euch schon mal, und das als erste Karte, was schon mega geil ist, positive Veränderungen stehen bevor. Before, yes, we speak English now. Stehen bevor. Etwas wird euch von den Schultern genommen, eine Erleichterung, etwas, was auf euch gelastet hat, was euch belastet hat,
wird euch im September von den Schultern genommen. Möglich auch, dass ihr eine Reise tut, also dass ihr vielleicht noch einen Urlaub geplant habt oder dass ein Umzug ansteht. Das sind auch so die Energien, die von dieser Karte ausgehen. Aber das kriegen wir ja im Laufe der Legung noch raus. Die 5 des Frühlings. Ja, das ist genau die Karte, die hier oben zur Gemeinschaft passt, denn die 5 des Frühlings sagt, dass es in eurem Umfeld Menschen gibt, mit denen ihr nicht die gleiche Meinung teilt. Muss man ja auch nicht, ne? Ist ja langweilig, wenn man sich nicht mal ein bisschen reiben kann, diskutieren kann. Aber da gibt es Menschen, die euch im Weg stehen, beziehungsweise, wie ich vorhin gesagt habe, die euch immer so ein bisschen runterdrücken, ja? Ihr kommt jetzt vielleicht zu einer Freundin voller Enthusiasmus und sagt, hey, ich habe die und die Idee, das möchte ich angehen, das war schon immer mein Traum. Und die guckt euch an und sagt, na, jetzt spinnst du ja wohl komplett, da kriegst du nie auf die Reihe. Also solche Menschen meiden im September, die tun euch nicht gut, die haben in eurem Leben nichts zu suchen. Ihr solltet Menschen in eurem Umfeld haben, die egal was ihr plant, egal was für Ideen ihr habt, egal in welcher Situation ihr gerade seid, die an eurer Seite stehen und sagen, hey, ich bin bei dir, egal was geht. Möglich, dass ihr euch da vielleicht von dem einen oder anderen trennen solltet. Das Ego ist gefallen. Das Ego sagt auch so ein Stück weit, ihr habt vielleicht oder ihr hängt vielleicht in der Illusion fest, dass ihr gefangen seid, dass ihr nicht weiterkommt, dass ihr an einem Punkt in eurem Leben angekommen seid, wo sich nichts mehr bewegt. Aber hier oben, ne? Wie war die Aufforderung? Vertraue dir selbst, vertraue deinen Zielen, deinen Visionen, befehlige das Universum, geh voran, glaube an dich. Also ihr, bei einigen von euch sehe ich so den Stillstand oder das Gefühl des Stillstands und auch so, ihr macht euch zu viel Sorgen, ja? Ihr habt zu viel Ängste in euch stecken, dass ihr euch gerade in der Starre befindet, nicht wirklich bewegen wollt, aber schauen wir. Die 10 des Winters sagt auch die Auflösung der Schwierigkeiten voraus, wie die 6 des Winters, auch, dass eine Last von euren Schultern genommen wird. Und bei einigen von euch werden sich auch als... Nochmal, einige, also manchmal kommen die Worte so schnell rein, dass ich sie gar nicht aussprechen kann, was für mich ein Phänomen ist, denn ich kann eigentlich sehr schnell sprechen. So, nochmal. Die Karte sagt auch Beendigungen von Abhängigkeiten voraus, was auch wieder sehr schön passt, denn ich habe ja gesagt, dass es da Menschen gibt, die euch nicht gut tun, die euch nicht dienlich sind, ihr euch vielleicht auch in so in einer Abhängigkeit fühlt. Also vielleicht seid ihr noch in einer Partnerschaft, in der ihr nicht glücklich seid, aber das Gefühl habt, boah, ich bin so abhängig, ja, ich müsste mir eine Wohnung suchen, ich müsste mir einen Job suchen, ich müsste dies und jenes machen, das schaffe ich doch alles gar nicht. Also das sagt die Karte auch, aber die Schwierigkeiten sollen sich ja auflösen und hier oben ist ja die Aufforderung, ne, geht los. Ist übrigens in fast jedem Reading, fast jedem Horoskop der Monat, wo die geistige Welt sagt, bewegt euch. Und die Liebenden sind gefallen, die muss ich nicht groß erklären, aber auch in diesem Monat, 15. 16. August, sind die Konstellationen der Sterne so, die voraussagen, es wird zusammengeführt, was zusammengehört. Also Begegnungen, Klärungen, was die Liebe betrifft, also sehr schöne Energien. Die Liebenden sagen euch klar, eine langwährende Liebe voraus, Entscheidungen, die vom Herzen kommen, die gefällt werden und ja, Glück und Liebe und Geborgenheit, all diese Dinge stecken in dieser Karte. Und jetzt Trommelwirbel, die positiven Änderungen, ja, Veränderungen, die im September anstehen oder ihren Lauf nehmen sollen. Die Erleichterung, die Schwere, die von euren Schultern genommen werden soll. Welche Botschaften darf ich da von der geistigen Welt überbringen? 3 Karten zu den 6 des Winters, zur Liebe, für meine Widder. 3 Karten bitte. Noch 2.
zwei Botschaften und eine noch. Ja. Die Königin der Kelche oder der König der Kelche ist ein Mensch, ich sage immer so, bei diesem Menschen tropft die Liebe aus jeder Pore. Unglaublich liebevoll, unglaublich hilfsbereit, spirituell. Ein Mensch, der einen wortlos in den Arm nimmt und allein durch diese Geste schon so viel Liebe und Vertrauen wieder rüberbringt. Also ein Mensch, der unglaublich gerne gibt. Wir werden sehen. Möglicherweise kommt dieser Mensch in euer Leben oder er ist schon in eurem Leben, aber ihr habt da Kämpfe zu führen. Mit dem Fünf der Stäbe zeigt mir das einen Kampf an, entweder einen inneren Kampf, der in euch währt, ja, dass ihr ja aufs Licht zuklettert, zu diesem Menschen hinklettert und auf der halben Strecke wieder abstürzt, weil euch wieder Zweifel erreichen, ja, weil ihr nicht wirklich dran glaubt, weil ihr Angst habt. Und immer so dieses, ich sehe so dieses Kopf gegen Herz in dieser Karte, ja. Das Herz sagt euch, wow, das ist genau der Mensch, auf den ich gewartet habe. Und der Kopf sagt, was willst du mit der Pfeife, ne? Nee, bleib mal lieber da, wo du bist, geh kein Risiko ein, ja. Bleib mal schön in deinem gewohnten Umfeld, wer weiß, was dich da erwartet. So ein Kampf fühle ich da, aber die Welt ist gefallen, die Welt ist immer die geistige Welt, die ja das Rad des Lebens dreht und euch den Weg zeigen wird. Ihr seid beschützt und ihr seid geführt in dieser Beziehung. Was bedeutet, dieser Kampf wird aufhören, wenn ihr diesen Menschen schon kennt. Genauso kann es sein, dieser Mensch führt, diese Frau, dieser Mann führt diesen inneren Kampf, Kopf gegen Herz. Vielleicht seid ihr tatsächlich noch in einer Bindung, ja, vielleicht seid ihr noch abhängig von irgendjemand, habt euch noch nicht entschieden und dieser Mensch ist am Kämpfen mit sich selbst, soll er auf euch warten oder nicht, aber auch in diesem Fall hat das Universum die Finger im Spiel und wird ihn oder sie auf den richtigen Weg führen, denn es soll ja mit den Sechs des Winters eine Belastung von den Schultern genommen werden und da passt die Welt ja, wo die geistige Welt sagt, so Leute, ne, jetzt kriegt ihr mal den Tritt, den ihr beide braucht von uns. Jetzt möchte ich aber noch eine Karte zusätzlich darauf legen. Was darf ich denn zu dem König, zu der Königin der Kelche noch erfahren? Eine Botschaft bitte. Denn das war mir jetzt von den Energien zu schwammig. Die Aussage ist zwar klar mit den Kämpfen, aber Dankeschön. Ja. Dieser Mensch wird in die Entscheidung kommen, der hat noch mit sich gehadert. Ja? Also, ob Mann oder Frau, ihr wisst, ihr dreht euch um, allgemeines Reading, Personenklarten sind geschlechterlos. Da kommt jemand in die innere Kraft. Der wird oder sie wird plötzlich wissen, was Sache ist, welchen Weg er oder sie eingehen möchte. Und genauso bei euch, wenn ihr die Energie habt, diesen inneren Kampf werdet ihr plötzlich mit der Königin der Stäbe, die den Stern in der Hand hat, die Wunscherfüllung und den Stab hochhebt und sagt, Chaka, ich mach das, wissen, wie es weitergehen soll. Also da wird definitiv eine Entscheidung gefallen, eine positive Entscheidung, eine Entscheidung, die euch die Schwere von der Seele nimmt, die einfach nur schön sein wird. So, die unterschiedlichen Meinungen, was habt ihr denn da für unterschiedliche Meinungen in euch mit anderen Personen, die ja, euch reinschwätzen, die euch nicht gut tun. Was geht da? Drei Karten hätte ich bitte auch gerne. Zu den Fünf des Frühlings für meine Widder.
drei Botschaften, Ratschläge, Tipps aus der geistigen Welt. Was darf ich da Schönes berichten? Noch zwei. Noch zwei Botschaften erhalten, bitte. Machen wir noch zwei Runden und wenn nicht, dann soll es die eine Botschaft sein. Nee, nichts mehr. Ja, die unterschiedlichen Meinungen, ihr kennt diese Person, ihr wisst genau, von wem ich spreche. Und mit den drei der Stäbe ist es an der Zeit, neue Ufer zu betreten, einen neuen Weg einzuschlagen. Ihr wisst das, ihr zögert noch, ihr wartet noch auf den richtigen, sag mal, was ist denn los heute mit mir, auf den richtigen Moment ins Wasser zu springen. Ihr wartet noch auf die perfekte Welle, um davon zu gleiten. Ihr wisst es einfach, jeder von euch wird es wissen, von wem ich spreche, wer euch da im Weg steht, wer euch nicht gut tut, wer einfach nur an euren Energien saugt und eure Träume immer wieder mit den dummen Sprüchen zunichte macht und euch ja einfach wieder in ein Tief wirft. Und das wisst ihr ganz genau und ihr zögert noch so ein bisschen ins Wasser zu springen, aber das werdet ihr. Das Ego, das Gefangensein, das Gefühl, gefangen zu sein, das Gefühl, dass ihr nicht weiterkommt und die Angst, die in euch steckt, was ist denn da los bei euch? Was sind denn eure Ängste und Sorgen? Was geht da in meinem Widder vor? Also bei euch diesen Monat kurze, knappe Ansagen, mein letztes Reading. Oh, was war das? Steinbock, der, da war viel Umschwung. Bei euch ist einfach die Aussage kurz und knapp bis jetzt. Bewegt euch, lasst los von Menschen und geht auf diese Liebe zu. Ja, die Ängste, die ihr habt. Die Sorge, die ihr habt, das Gefangensein, ne? Hier. Ihr seid in eurem Kopf, in eurem Herzen gefangen, denn einige von euch sehen immer die Gefahr in einer Begegnung. Das sind alte Themen, Themen, die ihr loslassen müsst, definitiv müsst, denn mit diesen Themen könnt ihr in keine neue glückliche Beziehung gehen. Wenn ihr in jedem Menschen, der euch begegnet, erst einmal den Teufel in Anführungszeichen sieht, einen potenziellen Kandidaten sieht, der euch täuscht, verletzt, manipuliert und wieder das Herz brechen wird, könnt ihr keine Liebe wirklich aufbauen. Denn diese Gefühle, die an euch nagen, ja, dieses Misstrauen, diese Eifersucht, diese Angst, die an euch nagt, wird den anderen auf euer Gegenüber so mürbe machen, dass er irgendwann einmal davonläuft. Also das sind Themen, die müsst ihr definitiv angehen und der Herrscher ist die nächste Karte. Diese Gefühle müsst ihr lernen zu beherrschen. Das ist eine Aufgabe für euch, die ihr im September auch definitiv angehen müsst. Dinge loszulassen, ins Vertrauen kommen. Schön finde ich eigentlich immer die Übung, wenn da so alte Wunden sind, alte Verletzungen, alte Erfahrungen, die jeder von uns hat, die jeden von uns geprägt haben. Diese loszulassen ist, ich mache das immer so, ich lege mich ins Bett, schließe die Augen und erinnere mich an die schönen Zeiten, an die guten Gefühle, an die glücklichen Tage und nicht an das Miese, was ich mit diesem Menschen erlebt habe oder in der Situation. Bin dankbar für das Schöne und gebe es frei. Gib diesen Menschen frei, gib diese Gefühle frei.
schließe es ab mit einem Lächeln. Mit Liebe kann man super abschließen. Mit Wut, die verfolgt uns. Wut, Hass, Aggression, das sind Gefühle, die haften an uns wie ein Kaugummi am Schuh. Ja, da kannst du stückchenweise runterreißen, aber es bleibt immer etwas haften und es wird immer hochkommen. Und ich werde diese Gefühle immer projizieren auf den nächsten Menschen, der mir begegnet. Also ganz wichtig, beherrscht diese negativen Gefühle, die in euch sind, und bringt sie zur Heilung. Das ist ganz wichtig für euch. Denn der König der Stäbe ist gefallen. Wir haben hier die Königin der Kelche, der König der Stäbe. Da ist wirklich jemand im Anmarsch oder schon in eurem Leben, der ja mit euch da durch möchte, der zu euch steht, der stark ist. Ja. Hinter ihm ist ein Löwe, interessiert ihn überhaupt nicht. Er ist der, bei dem ihr euch oder die fallen lassen könnt. Er wird euch auffangen, definitiv. Aber ihr habt noch alte Themen, die ihr loslassen müsst. Und schaut, die 10 der Kelche sind gefallen, ja. Die 10 der Kelche sind, ihr müsst das Bild nur anschauen. Harmonie pur, Liebe, in jedem Kelch steckt etwas Schönes, Glück, Sehnsucht, Geborgenheit, Verlangen, Zärtlichkeit, alles steckt in diesem Menschen. Aber steht eurer Liebe nicht mit alten Dingen im Weg. Ganz, ganz wichtig. So. Die 10 des Winters. Die Auflösung. Na, die Auflösung der Schwierigkeiten haben wir bei euch ganz, ganz oft. Im September sind schon mehrere Karten. Was darf ich dazu noch erzählen? Die Auflösung. Für meine Widder. Die 10 des Winters, was soll sich denn da auflösen, bitte? Darf ich da Botschaften erhalten? Die Auflösung von Schwierigkeiten, ja, schaut her. Die Auflösung ist dieses, nämlich das ist das, was ich hier gerade vorhin gesagt habe. Ihr seid immer so in der Hab-Acht-Stellung, ne? Ihr vermutet immer irgendjemand, der hinter euch steht und euch ein Messer in den Rücken rammen möchte, nichts Gutes möchte, euch die Geldbörse klauen möchte. So ein Gefühl, wenn ihr jemanden begegnet, da ist immer erst einmal Hab-Acht-Stellung angesagt. Soll ja aufgelöst werden, denn der Stern ist gefallen. Der Stern, ihr schafft das. Ihr schafft das. Da ist jemand auf dem Weg. Es ist ja auch geführt von der geistigen Welt, dass ihr in die Energie kommt. Der Stern ist die Wunscherfüllung. Ihr werdet das schaffen. Ihr werdet dieses, ja, dieses miese Gefühl, was ihr habt, in eurem Herzen noch loslassen, zum Universum hochschicken und es auflösen und in diese glückliche Energie des Sterns kommen, klar sehen, ja, voller Freude sehen. Und der Gehängte sagt mir auch, ihr werdet euch fallen lassen, ihr kommt ins Vertrauen zurück, ihr werdet diesen Menschen vertrauen, auch wenn es noch etwas Arbeit an euch selbst kostet. Aber wenn ihr es wisst, dass das alte Dinge sind, die da immer wieder aufbrechen, immer wieder hochkommen, dann könnt ihr sie schon in dem Moment, wo ihr denkt, boah, wo ist er jetzt? Ist er echt beim Freund? Halt, Moment, stopp. Das ist nicht seine Energie. Das sind Energien von früher und weg damit. Ja, dann könnt ihr das angehen und in dieses Vertrauen kommen, das ihr ganz dringend braucht. Ihr sehnt euch auch so danach, euch fallen lassen zu können. Und da könnt ihr euch fallen lassen. So, die Liebenden, ich kann euch sagen, die Liebenden fallen vom Feentarot nicht sehr oft. Also, wenn die fallen, ist das schon etwas ganz, ganz Besonderes. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben ja auch noch die 10 der Kelche hier liegen, die Königin der Kelche. Und was darf ich denn zu den Liebenden noch sagen? Eieieiei, da wollen sie aber. Und noch eine Karte.
eine Karte, noch eine Botschaft für meine Widder auf die Liebenden. Da kam sie geflogen. Ja. Die Liebenden und der Rosenkavalier, schlechthin der Ritter der Kelche. Jetzt haben wir zweimal Kelche und einmal Stäbe. Der Ritter der Kelche, also das ist ein Mensch, der liebt es zu verwöhnen, ja? Oder sie liebt es zu verwöhnen. Die Frau kocht euch vielleicht euer Lieblingsmahl. Der Mann bringt euch vielleicht Blumen mit, kleine Geschenke. Die Frau schreibt euch kleine Liebesbriefe, hängt sie unter den Scheibenwischer bei euch am Auto. Solche Energien sind das. Also das Verwöhnen, ja, dieses euch etwas Gutes tun möchten und Spaß und Freude daran haben. Und das ist auf die Liebende gefallen. Das ist, ja, ich krieg's Grinsen schon wieder nicht raus, ihr seht es. Und die Hohe Priesterin ist gefallen. Diese Liebe wird euch zur Hohen Priesterin machen. Denn das ist eine Aufgabe, wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas, das ihr lernen müsst, loszulassen und nicht auf neue Menschen in eurem Leben projizieren dürft. Und die Hohe Priesterin hat das erreicht. Die Hohe Priesterin ruht in sich selbst, sie weiß, wer sie ist, sie weiß, was sie wert ist, sie weiß, was sie kann und sie ist spirituell gestiegen. Also einen Schritt auf dem Lernprozess weitergekommen, in die richtige Richtung, in das Vertrauen, in sich selbst. Also super schöne Energie. Und mit dem Ast der Stäbe, Stäbebewegung, ne, Aktionskarte, passt auch sehr schön dazu, denn das ist die Bewegung, also die Richtung, in die ihr euch bewegt, nämlich zur Hohen Priesterin, zu eurem inneren Frieden und den Glauben an euch und den Glauben wieder daran, dass etwas Schönes für euch auf den Weg gebracht wird oder wurde. Denn mit der Welt kann ich euch sagen, da ist etwas auf dem Weg. Sehr, sehr schön. 10 der Kelche und 3 oder 4 mal Kelchenergien. Sehr schön. Was würde euer Rosenkavalier oder Kavalierin euch denn sagen wollen? Welche Botschaft hat er oder sie noch ganz persönlich an euch? Was spricht denn sein Herz zu euch? Da hätte ich gern eine Karte, das sind die Du- und Ich-Karten. Was darf ich da noch Schönes erzählen von dem Rosenkavalier? Und plötzlich handeln alle Liebeslieder von uns. Unsere Liebe hat alles, was ein wirklich großartiger Song braucht, um ein Hit zu werden. Sie hat Höhen und Tiefen, ist klangvoll und mitreißend. Sie bringt einen zum Lachen, Tanzen, Mitsingen und manchmal auch zum Weinen. Aber das Wichtige ist, sie geht ans Herz. Du gehst mir ans Herz. Und die Höhen und Tiefen dieser Aussage, die werdet ihr haben. Die werdet ihr haben, aber du arbeitest daran. Du arbeitest daran, wieder ins Vertrauen zu kommen und ihr werdet das schaffen, da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt noch 3 Herzorakelkarten. Was sagen denn die kleinen Herzchen zu euch? Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an, ja? Ich sehe da auch ein kleines Wunder auf dich zukommen. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Das ist diese Energie, die ich da oben gespürt habe, ne? Dieses, ja, Dinge erzwingen wollen, den Dingen nicht ihren Lauf lassen, das Vertrauen nicht haben, dass es auf dem richtigen Weg ist. All diese Gefühle sind es. Und dann ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Und die Leidenschaft haben wir hier liegen. Entschuldigt, da geht was im September. Da beginnt etwas. Eine unglaublich schöne Zeit für euch, aber auch eine Lernphase, durch die ihr müsst.
So, eine spezielle Botschaft noch an euch vom Universum, mit dem das Universum sagt dir, Karten, was möchte das Universum euch noch auf den Weg geben? Eine Karte für meine Widder, eine Botschaft vom Universum direkt an euch. Das Freude ist die wahre Schöpferin. Und in diese Freude werdet ihr kommen im September, um dann aus dem vollen Schöpfen, was euch das Universum bereitet. Meine Lieben, ich fand, das waren sehr schöne Energien. Ich hoffe, ihr lächelt. Ich hoffe, ihr seid wieder voller Hoffnung. Habt den Mut, Dinge bei euch anzugucken. Das kostet Mut und das kostet Kraft. Das weiß ich selber. Das sind oft Dinge, die einem unangenehm sind, die man gerne wegschiebt. Und die Seite von einem selbst, die man vielleicht auch nicht unbedingt sehen möchte. Aber schaut hin, eure Aufgabe. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, freue ich mich, oder schreibt mir in die Kommentare. Ich antworte immer, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, wie auch immer. Und wenn ihr noch kein Abonnement habt von mir, mich gerne wiedersehen möchtet, drückt das Glöckchen, kostet euch kein Pfennig und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch einen traumhaften September, schicke euch ganz viel Kraft, ganz viel Licht und Liebe. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.